So, willkommen zurück. Folge 24 von Let's Play Subnautica. Im Bauvorhaben. Im Baustress. Scannerraum. Was wollte ich bauen? Ich wollte hier drin. Ich habe das Falsche gebaut. Die Höhenstärke. Doch nicht das Falsche. Wo baut man denn einen Shot hin? Shot hinbauen. Aha! Es sind die Verbindungen, wo wir einen Shot bauen können. Wir können das jetzt hier voneinander trennen. Wäre gar nicht so übel, glaube ich. Ich glaube, hier können wir es bauen. Aber ich glaube, hier drüben ist es besser. Es liegt ein Gummifield. So. Dann haben wir den Raum nämlich ein bisschen abgeriegelt. Was brauchen wir denn? Oh, ganze Titan weg. Macht das so viel? Das waren nur 3 Titan. Was geht ab, Mann? Ja, nur 3 Titan. Also viel habe ich gar nicht mehr. Oh nein. Wenn wir ganze Titan mitnehmen und dann müssen wir wieder Titanfarm gehen. Oh nee, das ist nicht so gut. Biomüll. Was? Ich habe alles vergessen. Was brauchte ich? Ich habe es vergessen. Was brauchten wir denn? Ach, Silikongummi. Ja, natürlich der Silikongummi. Den Silikongummi haben wir hier hinten bei Bauteile drin. Bei Bauzeug. Zweimal Silikongummi. Damit unsere Basis, also zumindest der Teil, gesichert ist. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Das ist ja mega nett. Sehr schön. Ich mache hier die Tür zu machen. Weil das Wasser eindringt. Alles super, tutti frutti. So, was bauen wir denn jetzt noch? Einen Bioreaktor brauchen wir nicht. Wir wollen hier ein bisschen was für unser Zeug tun. Tischkorallenprobe. Ein Fabricator wollen wir bauen. Bad. Wir könnten ihn hier reinbauen. Nicht so spannend, muss ich gestehen. Wir könnten hier einen Fabricator reinbauen. Hier an der Leiter, nicht so spannend. Lieber bauen wir hier einen Fabricator. So. Einen Fabricator. Da fehlt uns jetzt Zeug. Was können wir noch bauen? Wir bauen den Kommunikator. Medikit und Co. Das können wir eigentlich mal hier ranbauen, würde ich sagen. Und den Kommunikator stellen wir daneben. Oder wollen wir hier noch einen Spind reinsetzen? Das ging eigentlich auch. Einen großen Spind. Allen Anschein muss man den irgendwo. Ah, die muss man hinstellen. Ich verstehe. Ein Wandspind. Den Kommunikator können wir aber hier hinstellen. Ich glaube, der ist hier besser aufgehoben. Da ist ein bisschen stylischer aus. Machen wir hier noch das Medizinkit hin. Obwohl es ganz praktisch wäre, wenn wir das Medizinkit hier unten bei unserem Medizinschrank hin seppen würden.
glaube, das wäre ganz praktisch. Aber ich glaube, ich brauche die Tür hier noch, diesen Weg. Bin mir aber nicht ganz sicher. Deshalb müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir diesen Weg brauchen. Ich glaube, das ging nicht. Genau, den Weg brauchen wir nicht. Okay, alles super. Welcome aboard, Captain. Ja, Moment mal, dann machen wir das doch hier weg. Wir wollen ja unseren Kommunikator relativ dicht haben. Dann wollen wir die hier vorne hinstellen. Nein! So. Das Medizinding ist unten. Dann können wir hier vielleicht noch ein paar Spinde hinstellen. Meine Güte, sind das mega Spinde. Hier so. Irgendwie nicht so ganz praktisch. Ah, wir können sie hier hinstellen. Das sieht doch ganz gut aus. Frage ist jetzt wieder, brauchen wir diese Stelle? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, wir werden das ein bisschen anders bauen. Ich glaube, diese Stelle brauchen wir nicht. Deshalb können wir hier ruhig... zwei große Spinde hin tun. Was brauchen wir da? Kupfererz. Ja, einmal Kupfererz, aber wir brauchen auch Gold. Fällt mir gerade so ein. Gold müssen wir rübernehmen. Jede Menge Kupfererz haben wir. Nehmen wir mal mit. Tischkorallenprobe fehlt hier. Jetzt haben wir die vielleicht unten im Bio-Eimer drin. Eine Tischkorallenprobe. Ich glaube, ich habe nicht die Tischkorallen. Ich habe die Röhrenkorallen. Müssen wir die uns mal ganz schnell besorgen, die Tischkorallen. Kann ich denn sonst irgendwas bauen? Die Dinger brauchen Titan. Okay. Das war's mit Kupfererz. Quarz und Titan. Jetzt erstmal noch nichts machen. Wir müssen erstmal die Tischkorallenproben holen. Wir brauchen erstmal was zu trinken. Fällt mir gerade so auf. Ich verlaufe mich in meiner eigenen Basis. Das ist schon so ein bisschen schwierig hier alles. Titan und Kupfererz. Ach, ist das toll. Was brauchen wir? Wir brauchen die Tischkoralle. Die Tischkoralle gibt es hier unten irgendwo immer. Die hängt immer... genau, da hängt sie. Ich glaube, das ist sie auch schon hier, die Tischkoralle. Nee, das ist nicht die Tischkoralle. Die hängt immer so an... hier, das müsste sie sein. Können wir eigentlich gleich mal ein paar mitnehmen.
So. Zurück zur Basis. Ah! Ich falle immer wieder auf den gleichen Trick rein. So, wir haben den Fabricator fertig gebaut. Sehr schön. Was braucht denn das Medizin-Ding? Röhre ist gar nicht gebaut. Was ist da denn los? Oh, dafür brauchen wir ein Computerschiff, Fasergewebe, Silbererz und Titan. Eieiei, das braucht jede Menge Scheiß. Wir brauchen sowieso Blei. Das heißt, wir müssen eigentlich mal wieder die Insel erkunden. Das wird mein nächster Auftrag sein, die Insel erkunden. Feuer. Oh. Titan haben wir, aber wir haben kein Quarz. Ach genau, das Zeug wollte ich noch runterbringen. Medizin, Story-Zeug, Biomüll. Genau, die Dinger packen wir dann mal mit rein. Dann haben wir die nämlich. Hallo, Gloopschies. Moment mal. Wir brauchten was dafür? Vergiss mal alles. Quarz. Quarz. Wir haben da unglaublich viel Platz drin. Ich glaube, das nehmen wir in der Allzwecklager-Zeugs. Kann man das da durchsehen, wenn man da jetzt was reinpackt? Nein. Sieht man nicht. Schade. Das ist ja natürlich ein nettes Gimmick gewesen. Eine nette Sache wäre das gewesen, wenn man das noch gesehen hätte. Aber können wir nicht. Können wir irgendwas bauen, was uns noch weiterhilft? Wir können jetzt tatsächlich selber ein Medikit bauen. Das Kreislauftauchgerät können wir noch bauen. Das bringt uns auf jeden Fall was. Den Kompass haben wir schon. Violette Tafel. Ja, ich würde sagen, ich gucke mal eben auf die schlaue Uhr. Wir brauchen ganz dringend ein bisschen Zeugs von der Insel. Und auf der Insel, wir erinnern uns, da war jede Menge Zeugs. Vorher werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Und zwar, bevor wir hier weitermachen, werden wir einen Innenbeetkasten bauen. Und zwar genau hier in der Mitte, liebe Freunde. Denn da können wir Sachen anpflanzen. Und wir könnten hier auch noch ein paar Pflanzen hinpacken, irgendwo in der Nähe. Wie wär's? Wir könnten hier unsere Bude ein bisschen verschönern. Hier drinnen können wir auch eine Pflanze bauen. Oder einen Blumentopf. Wie auch immer. Könnte aber ein bisschen eng sein, muss ich zugeben. Oder wir machen das so schön ringsum und bauen unseren eigenen Garten. Das sieht doch ganz hübsch aus. Und dann können wir nämlich Nahrung anpflanzen. Also wir müssen dringend einen Ausflug zur Insel machen. Steht schon mal fest. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Damit bin ich zufrieden. Ich glaube, wir können da drüben noch ein paar Dingsbums hinbauen. Ein paar Wandspindel. Das würde sich ganz hervorragend hier anbieten. So, ein bisschen höher. So.
zwei Sandspinnen, Wandspinnen, da können wir vielleicht noch ein bisschen Titan reinscheffeln. Ja, unsere Basis ist soweit fertig. Ich glaube, wir können hier jetzt hier oben vielleicht sogar noch irgendwo eine Leiter hin platzieren, damit wir dann... ja, ich weiß nicht genau, was wir dann machen. Aber da oben drauf können wir vielleicht einen Rundumblick, oder wir machen da noch einen Scannerraum oben rein. Das können wir auch machen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall geht es jetzt in der nächsten Folge weiter. Ich suche den Ausweg. Ich gucke mal nochmal ganz schnell nach, ob wir hier genug Zeug haben. Ja, da wird so gut wie nichts verbraucht. Weil wir halt auch keine Energie verbrauchen. Das wird jetzt erst demnächst passieren. Weil wir ja jetzt hier auch unser Zeug aufgestellt haben, was ganz gut eigentlich ist. So, jetzt suche ich den Ausweg. Wo war der nochmal? Der war oben. Hier. So. Und dann würde ich sagen, machen wir den Ausflug für noch ein bisschen Blei, bauen unsere Kojen. Was ist der Scannerraum? Eigentlich können wir den abreißen, weil den brauchen wir nicht. Den setzen wir nämlich woanders drauf. Den setzen wir nämlich genau hier oben drauf. Den Scannerraum. Das machen wir mal. Scannerraum kommt hier oben drauf. Geht gar nicht. Oh nein, Scannerraum können wir da gar nicht platzieren. Ja, dann machen wir es vielleicht doch hier. Da, wo wir es eigentlich schon geplant haben. Gut, dann lassen wir das hier. Weil er jetzt nicht unbedingt hier mega hohe Strukturen bauen. Und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Und wir sehen uns dann. Oh, ich habe die ganze Lampe angehabt. Deswegen. Ist auch schon der Strom weg. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde und Leute und was auch immer. Und in der nächsten Folge werden wir eine Tour zu den Inseln machen. Wir werden mal gucken, wie weit wir fahren können und was uns alles begegnet. Und dann brauchen wir die Insel. Das heißt, wir werden vorher, glaube ich, noch eine Signalboje mitnehmen oder konstruieren, wie auch immer. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.